selbst. Wie sehr brauchen wir unser Bier, unser Wein? 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholkrank. Das ist eine erschreckende Zahl. Alkoholismus ist aber mehr als ein individuelles Problem. Auch das soziale Umfeld leidet unter dieser Krankheit. Doch was genau ist eigentlich Alkoholismus? Wann beginnt er und woran erkennt man diese Krankheit? Darüber spreche ich heute mit Uli Borowka. Der frühere Fußballnationalspieler geht jetzt mit der Geschichte seiner jahrelangen Alkoholsucht an die Öffentlichkeit. Herzlich willkommen erstmal, Uli. Und Schauspielerin Katrin Sass. Auch sie war alkoholkrank. Seit 14 Jahren ist sie trocken. Alkoholismus, so sagt sie, ist immer noch ein Thema, über das viele lieber schweigen. Schönen Abend, Frau Sass. Und ich begrüße Sabine und Hans-Jürgen Daubitz. Viele Jahre erkannte Sabine Daubitz ihre Sucht selbst nicht. Die Krankheit war indes eine enorme Belastung für ihren Mann und ihre Familie. Seit 2003 ist sie trocken, engagiert sich heute mit ihrem Mann gegen Alkoholmissbrauch. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Und bei mir zu Gast ist Dr. Alexander Spauschuss. Er ist Psychiater und Suchtexperte, der Alkoholkranke seit vielen Jahren therapiert. Ja, Alkohol ist eine Volksdroge und betrifft irgendwie alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Hier sind ein paar interessante Fakten. Ein Prosit der Gemütlichkeit, ein Prosit auf den Alkohol. Ohne ihn geht in Deutschland nichts. Edler Tropfen, harter Stoff. 9,6 Liter reinen Alkohol trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Alkohol ist überall. Und wer nicht mittrinkt, ist außen vor. Vom Teenager bis zum Spitzenpolitiker. Oder Spitzensportler. Uli Borowka, genannt die Axt. Europapokalsieger, DFB-Pokalsieger und deutscher Meister. In den 80er und 90er Jahren einer der erfolgreichsten Abwehrspieler der Liga. Doch abseits des Rasens führt der mehrfache Nationalspieler über Jahre ein Doppelleben. Borowka ist Alkoholiker. Seinem Umfeld gegenüber verheimlicht er die Sucht. Die Karriere stockt, seine Ehe zerbricht. Wenn Alkohol krank macht, wird er zum Tabuthema. 1,3 Millionen Deutsche gelten als alkoholabhängig. Fast 10 Millionen haben ein Alkoholproblem. Jährliche Gesamtkosten für die Folgen alkoholbedingter Krankheiten, geschätzte 27 Milliarden Euro. Für Uli Borowka ist im Jahr 2000 der Tiefpunkt erreicht. Er lässt sich in eine Entzugsklinik einweisen. Heute sagt er, dieser Schritt hat mir das Leben gerettet. Tja, Uli Borowka. Wann gewusst, wann irgendwie rausgekriegt, ich bin alkoholabhängig. Das hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich selber eingestanden, mir selber eingestanden habe, wann es soweit war, wann meine psychische Abhängigkeit begann. Eigentlich erst in der Klinik nach ein paar Tagen. Das heißt, der Weg in die Klinik, war das eine eigene Entscheidung? Nein, auf keinen Fall. Ich bin da dem Christian Hochstetter sehr dankbar und dem Herrn Jakobs, Freund, ehemaliger Spieler von Gladbach. Gladbach. In den letzten Jahren, wo ich da vor mir hin vegetiert bin, bin ich bei ihm einmal gewesen und er hat erkannt, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich unter der Erde liege. Und die haben mich dann einfach in die Klinik eingewiesen, haben mir einen Platz besorgt und haben mich einfach eingewiesen. Das heißt, der Christian Hochstetter hatte das mit seinem Freund zusammen vorbereitet, wenn der Uli zu uns kommt das nächste Mal. Sie haben direkt einen Termin gemacht und haben mich angerufen und haben gesagt, in 2 Tagen wirst du abgeholt und dann fährt dich der Bekannte in die Klinik. Da habe ich gesagt, gut, damit ich meine Ruhe habe, fahre ich mal ein paar Tage in die Klinik und hab da was zu essen und guck mir das Ganze mal an. Ich war ja immer noch nicht der Meinung, dass ich in eine Klinik gehöre. Das heißt, diese Bereitschaft persönlich war nicht da, obwohl es Ihnen so beschissen ging? Nein. Ja. Diese Alkoholabhängigkeit, wie hat sich die denn vorher geäußert? Mir ist ja erst 2000 in der Klinik bewusst geworden, dass ich schon so 84, 85 psychisch abhängig war. Das heißt, ich habe während des Trainings schon mal überlegt, wie kommst du abends an Alkohol? Bisschen vorgeplant, schon vorgedacht. Vorgeplant. Das heißt, also man kann ja auch einen Pizzadienst oder wie auch immer Essen bestellen. Ja. Aber ich hatte denen schon gesagt, wenn ich anrufe, hole ich die Pizza persönlich ab und ich habe nichts dagegen, wenn ich in einer Schlange stehe und 20 Minuten warte. Weil dann kann ich ja 4 halbe trinken. Das war schon nachmittags so mein Plan. Also schon strategisches Trinken? Ja, natürlich. Festgelegt, wann und wie. Und das war die psychische Abhängigkeit. Das musste ich für mich erst 2000 in der Klinik erkennen. Mhm.
Wie hat das Ganze denn angefangen? Gibt es einen Gedanke zurück, wo man sagen kann, da hat es eigentlich so begonnen? Nein, nein. So direkte Punkte, ja, wo ich jetzt zurückblicke, das war der Grund oder das war es bei mir nicht. Es war eine schleichende Krankheit. Mein Körper brauchte immer mehr, über die ganzen Jahre immer mehr. Und das hat er dann auch bekommen. Ja. Wie viel zu Spitzenzeiten getrunken? Das war so in den Jahren 98, 99, ein Kasten Bier, Flasche Whisky, eine halbe Flasche Wodka und dann eben noch viele Magenbitter. Das war so das Tagespensum. Als Tagespensum? Tagespensum. Wie kann man da noch Fußball spielen? Das waren also die Hochzeiten zum Schluss, wo ich also schon nicht mehr gespielt habe. Die Jahre, wo ich gespielt habe, habe ich viel Glück gehabt. Wir haben auch im Nachhinein herausgefunden, bei vielen Untersuchungen, dass mein Körper die Gifte sehr, sehr schnell abgebaut hat. Das heißt, also, die Leberwerte waren, wenn ich, das war alles im grünen Bereich, den ersten Tag in der Klinik, alles im grünen Bereich. Und das hat mir natürlich auch selber dann wieder, habe ich mir gesagt, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Alle Leberwerte, alle Werte sind im grünen Bereich und habe mich natürlich dann auch selber wieder belogen. Und ihr habt damals bei Werder Bremen keiner was gemerkt, keiner gespürt? Gemerkt haben es viele, gewusst haben es viele. Der Einzige, der mich darauf angesprochen hat, war Dr. Böhmert, der damalige Präsident. Leider Gottes ist er auch schon tot. War selbst Arzt in der Klinik. Und die anderen haben es auch gewusst. Der, der mich versucht hat anzusprechen in meinem engen Umfeld, den habe ich beschimpft. Ich habe gesagt, du bist sowieso, also du hast genug Probleme selber. Den habe ich so lange beschimpft. Ich habe gesagt, meine Güte, lass mir einfach in Ruhe oder guck, dass du dann, damit ich meine Ruhe hatte. Ich wollte ja selber meine Ruhe haben und wollte nicht darauf angesprochen werden. Und da haben die Menschen natürlich, die in meinem engen Umfeld waren, ja, meine damalige Frau, der Trainer, die waren ja ohnmächtig und konnten mir nicht helfen, weil ich habe es ja auch nicht zugelassen. Ich wollte es ja auch nicht. Der Trainer Otto Rehagel ahnte es nicht nur, sondern er wusste Bescheid. Ja, natürlich. Ich bin ja das eine oder andere Mal wirklich doch sehr besoffen gewesen. Ich bin mal einmal morgens um 10 vor 10 in Wildeshausen auf dem Parkplatz aufgewacht. Was so 30 Kilometer südlich von Bremen liegt. Ja, im Wagen. Und um 10 Uhr war Training. 10 vor 10, das ist ja nicht mehr zu schaffen. Nee, das war schwierig. Und Rehagel war da eisern. Ja, ich habe ihn ja angerufen und habe gesagt, Trainer, mir geht's nicht gut. Da sagt er, was hast du? Ich sage, ich habe, glaube ich, ein Fischbrötchen gegessen, was nicht gut war. Dann sagt er, raus mit der Sprache. Ja. Sag ich, ich war voll. Ja, dann kommen heute Nachmittag und dann zum zweiten Training und dann reden wir über alles. Offiziell nach draußen ist dann sozusagen das Fischbrötchen verkauft worden. Nein, er hat mir eine Magen-Darm-Grippe angeboten. Ja. Die habe ich angenommen, bin in die Sauna gegangen, habe dann den Tag nicht trainiert, mich hat niemand gesehen. Am anderen Tag war ich wieder fit, stand in der Zeitung Magen-Darm-Grippe. Schnell auskuriert. Und am Samstag brauchte der Trainer mich nur anschauen. Und da bin ich 90 Minuten marschiert wie ein Wilder. Dafür war Uli Borowka bekannt, dass er wie ein Wilder marschieren konnte. Und da hat der Alkohol auch nie eine Rolle gespielt? Doch, es gab natürlich auch Spiele, wo ich angeheitert war und wo ich auch was getrunken hatte den Abend vorher. Ganz klar, das war auch dabei. Das wurde natürlich hinten raus immer, immer schlimmer. Aber ich kann nur noch mal sagen, mein Körper hat zum Glück die Gifte innerhalb von wenigen Stunden abgebaut. Das haben wir mal untersucht. Und das kann ich sagen, das ist eine glückliche Fügung. Ja. Herr Sprauchschuss, Sie sind Arzt, Sie können uns das erklären. Gibt es sowas, dass sich diese Gifte, hat eben von Mengen gesprochen, die man sich sozusagen schwer vorstellen kann, dass man das Zeug wirklich an einem Tag überhaupt runterkriegt und die Gifte sind so bei ihm abgebaut worden. Gibt es sowas? Ja, leider ja. Muss ich sagen, das ist nicht selten, dass wir Patienten sehen, die teilweise 3 Flaschen hochprozentigen Alkohol am Tag trinken, auch mehrere Kisten Bier. Es ist bemerkenswert, was der menschliche Körper verträgt. Ja. Was ich an der Stelle vielleicht noch anmerken möchte, ist, dass im Prinzip jeder Mensch seine Toleranz, so nennen wir das, wenn so viel Alkohol vertragen wird vom Körper, in dieser Form erhöhen kann. Vielleicht nicht jeder auf diese Menge. Das ist im Prinzip ein Trainingseffekt. Und es ist bestimmt nichts, mit dem man hausieren gehen muss, im Sinne von, was ich vertrage. Was Sie schildern, ist wahrscheinlich darüber hinaus noch die Abbauleistung der Leber, die tatsächlich genetisch determiniert ist. Es gibt auf der Welt einige Ecken, wo es Menschen gibt, die Alkohol gar nicht vertragen aus diesem Grund. Ne? Die sind insofern geschützt vor Abhängigkeit. Frau Sass, Sie haben eben so
genickt und gesagt, ich hatte das Gefühl, ich erkenne mich da wieder in dem Verhalten, dieses Versteckspiel oder das strategische Trinken. Ja, ja, nee, ich habe eben gedacht, jetzt kann ich leider nichts mehr sagen, weil es ähnelt sich alles. Ja? Und die Trinker, sage ich jetzt, die Alkoholiker, also egal welche Schicht es ist, alle kommen an den gleichen Punkt. Alle sind keine Alkoholiker. Keiner darf dir helfen. Der, der dir hilft, wird beschimpft. Absolut bei mir das Gleiche. Der war mein ärgster Feind. Und ich sage ja immer diesen berühmten Satz von Alexis Sorbas, wer nicht am Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel. Und du musst am Abgrund stehen, sonst gehst du da nicht rein. Dich haben sie reingeschleift. Ja. Ich bin umgefallen, weil ich einen Tag nicht getrunken habe. Bin da erwacht. Also ich kenne kaum jemanden, der einfach sagt, ich glaube, ich müsste jetzt mal in die Klinik. Mhm. Schon gar nicht in dem Zustand. Mhm. Und nüchtern ist es kaum zu schaffen, weil du brauchst ja wieder die Droge, um überhaupt den Pegel zu halten. Mhm. Also das hatte ich dann erst die letzten 3 Jahre. Dieses Saufen an sich hat ja Spaß gemacht. Mhm. Diese Zeit, als es dann anfing zu wirken, als diese also die psychische in die körperliche Abhängigkeit, da wurde es ja das Problem, wo ich wirklich dann Tage hatte, wo ich dachte, ich überlebe diesen Tag nicht. Mhm. Du denkst, du überlebst den Tag nicht, sagst aber, du bist kein Alkoholiker. Ich habe immer gesagt, guck, was da die Bild wieder über Jund geschreibt. Der ist Alkoholiker. Selbst der hat es abgekriegt in der Situation. Der hat es von mir abgekriegt, habe ich immer nicht selber gesagt. Aber der war für mich der Alkoholiker. Guck, da steht's Bild. Na, man fing auf den Junke geteilt. Natürlich Junke, weil ich trinke jetzt gerade, habe gerade auch keine Arbeit. Verschisse, kommt ja mal vor. Wenn ich wieder Arbeit habe, ist das ja ganz anders. Da kann ich sofort aufhören. Brauche ja nur das richtige Drehbuch. Ist das hier verbunden mit einer großen Erfolgsgeschichte? Ich lache jetzt, weil jetzt kann man lachen. Ja, ja, natürlich. Ab den Abstand. Ja, die Distanz dazu, klar. Jetzt lachen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Dann ist Uli Borowka jemand gewesen, der wirklich damals im Zentrum stand, zweimal deutscher Meister geworden, Europapokal, der Pokalsieger, also ist groß gefeiert worden, hat Länderspiele gemacht. Und es gab Gegenspieler, die gesagt haben, keiner ist so eisenhart in der Bundesliga. Es gab Spieler, die wollten einfach nicht gegen Uli Borowka spielen, die wollten am liebsten schon vorher in der Kabine bleiben, muss man dazu sagen. Also was war denn der Grund, dass auf einfach das alles zusammenbrach danach, wenn so viel Erfolg auf der anderen Seite steht? Ich habe in den letzten Jahren auch sehr viel drüber nachgedacht, auch bevor ich das Buch geschrieben habe. Ja. Es war ja so, ich war ja, wie du gerade sagtest, der Härteste, der Schärfste, an dem kam keiner vorbei, die Axt, ja. Und das war ja mein Markenzeichen. Und ich habe dann, wie gesagt, eine Ritterrüstung angehabt, ja, und bin auch mit dieser Ritterrüstung, ich konnte das gar nicht mehr unterscheiden, in mein Privatleben marschiert. Habe jeden beschimpft, habe keine Gefühle zugelassen, konnte ja auch selber nicht über meine Gefühle reden, weil was denken denn die Menschen von mir, wenn der härteste Abwehrspieler der Bundesliga gar nicht so ist? Und ich hätte Gefühle gezeigt. Und aus dieser ganzen Aktion, was ich mir alles selber aufgebaut habe, da bin ich nicht mehr rausgekommen. Und das Einzige, was mir geholfen hat, war der Alkohol als Ventil. Da hatte ich dann abends immer 3-4 Stunden Ruhe, auch vor mir selber. Ja? Und wenn ich doch gesagt hätte, ich bin gar nicht so, wäre mein ganzes Kartenhaus zusammengebrochen. Aber dann hast du ja spät angefangen. Dann hast du ja nicht zeitig angefangen zu trinken. Ich meine jetzt nicht zeitlich morgens, sondern du hast ja also nicht mit 18 angefangen. Nein, nein, mit 18 hatte ich auch schon Alkoholkontakt und sowas alles. Ich habe ja auch eine Lehre gemacht und so weiter. Bin in Gladbach schon mit 18 angefangen, wie man eben so anfängt und so. Und das hat sich ja dann bei mir eben aufgebaut. Und dann auch eben der Erfolg und die Schulterklopfer und alles. Da als die weg waren, Uli, als es dann hieß Karriere im Eimer, aus vorbei, da geht jetzt nichts mehr. Und das andere, Familie ist auf einmal weg, will auch nicht mehr. Ist das nicht ein Zeichen gewesen? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Also alles andere habe ich ja auch, wie Sie sagten, ja, mit einem Beinbruch abgetan. Ist ja alles nicht so schlimm. Ja, ich war ja auch in den ganzen Jahren der Meinung, heute kann ich es absolut nachvollziehen, dass meine damalige Frau und die Kinder, meine Frau wollte die Kinder ja schützen vor mir, der oft besoffen nach Hause kommt, der auch seine Frau schlägt. Und das kann ich doch heute absolut nachvollziehen. Aber damals waren die doch alle gegen mich. Warum gehen die jetzt? Warum fliege ich beim Verein raus? Nur weil ich einen Porsche gegen Baum gefahren habe? Ja. Oder besoffen nachts in der Kneipe gelegen habe? Ist ja kein Grund. Nee. Alle waren gegen mich. Das ist ja das. Verstehe ich absolut. Habe ich ja nicht eingesehen. Noch nicht mal die ersten 3-4 Tage in der Klinik habe ich eingesehen. Ist der Kontakt heute zu den Kindern wieder da? Leider nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ja, ich hoffe, dass wir eine Chance haben, auch in nächster Zeit vielleicht mal eine Vertrauensbasis aufzubauen. Würde ich mich sehr freuen, wenn es in die Richtung mal geht. Uli, jetzt ist eine neue Frau an Ihrer Seite, eine kleine Tochter dazu, eine 3-Jährige, da hat sich also viel verändert.
Es gibt in dem Buch eine Stelle, wo ich dachte, mein Gott, jetzt ist er, ja, jetzt erzählt er uns wirklich die ganze Wahrheit. Es gab so einen Punkt, wo sie gedacht haben, es geht nicht mehr weiter, ich steig mal aus dem Leben. War das nicht ein Zeichen, wo ich sage, ich brauche Hilfe von meinen Freunden? Nein. Auch das nicht? Auch das nicht. Ich habe in einem Haus, es war alles weg, Möbel, es gab nur eine Matratze und Alkohol und Tabletten en masse. Und da habe ich dann unten gesessen, alleine in dem leeren Wohnzimmer, Kamin auf der Matratze und hatte richtig was drin. Und hör auf einmal aus dem Kinderzimmer die Stimmen von den Kindern, die rufen. Ja. Hochgerannt, alle Zimmer waren leer. Wieder nach unten, weiter. Und bis ich dann irgendwo 3 Stunden, 4 Stunden später gesagt habe, also eigentlich braucht dich keiner mehr oder wie auch immer. Und ich möchte nicht mehr und habe mir alles zusammengemixt. Und da wollte ich mir das Leben nehmen, ja. Und bin dann auch 10 Stunden, 12 Stunden bewusstlos gewesen und dann aufgewacht. Und habe mich geschämt. Aber nach 4, 5, 6 Stunden war ich dann froh, wo ich doch wieder irgendwo an Alkohol kam. Das war so der Ablauf, ja. Das heißt, nach dem Suizidversuch ging es ganz normal weiter? Dann noch viel schlimmer, die 3 Jahre danach. Ja. Noch 3 Jahre danach? Noch 3 Jahre danach. Man muss Anfang 96 gewesen sein. Bis 2000 eben wurden die Jahre noch schlimmer. Wie gesagt, ich bin mal irgendwann aufgewacht, da bin ich eine 5, 6 Meter Brücke runtergestürzt und lag dann da unten mit so einem Cut und wie abgestochen und war alles nach ein paar Stunden wieder vergessen. Das andere ist ja, was viele Alkoholiker immer wieder erzählen, dieses Schamgefühl, was da ist, sich richtig selbst scheiße zu finden. Und trotzdem machst du nicht den entscheidenden Schritt. Warum nicht, Frau Sass? Der geht nicht mehr. Der geht am Anfang, wo du genau weißt für dich, du bist ja kein Alkoholiker, du trinkst jetzt einfach aus Lust und Laune oder Hemmungen zu überspielen oder. Das war Schauspielschule, das waren die ersten Theater. Dann, als die körperliche Abhängigkeit kam, ist der Schritt ja gar nicht mehr möglich alleine. Also zu sagen, ich brauche jetzt dringend einen Arzt. Das hat ein einziger Mensch versucht, nicht mal mein Mann. Der wusste, ich verliere die, wenn ich jetzt Arzt sage, weil Arzt heißt, du bist krank. Also hat es ein guter Freund von meinem Mann gemacht, der mich nach Hause fuhr. Ich bin bei dem gelandet und vor der Tür irgendwie, ich kam nicht mal rein und lag bei dem auf dem Abtreter, weil ich zu dem wollte. Weil mein Mann wieder gesagt hat, wie schlecht ich bin. Da dachte ich, gehst du mal nach Hause weiter, das ist ein guter Freund. Der wird nicht sagen, wie schlecht ich bin. Und der hat gesagt, wie schlecht ich bin. Und hat gesagt, du steigst jetzt mit mir ins Auto, das war ein Kameramann, und ich fahre dich zu Siegfried. Und da auf dem Weg hat er gesagt, pass auf, Katrin, also ich bin Kameramann, ich kann dich schon gar nicht mehr fotografieren. Ich weiß gar nicht mehr, also ich war ja auch aufgedunsen. Und das war das Allerschlimmste, weil wenn noch irgendwas kam, habe ich einfach gehungert. Aber der Alkohol blieb ja im Gesicht. Also im Gesicht war er bei mir ganz stark. Auch der Schwimmreifen, aber das Gesicht sah gruselig aus. Also das musste man schon sehr überschminken. Und trotzdem war auch das, als der mir sagte, du bist kaum noch zu fotografieren, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit dir jetzt einen Film drehen könnte. Und dann hat er mich abgesetzt bei meinem Mann, hat gesagt, ich möchte jetzt nicht an seiner Stelle sein. Da dachte ich, boah, widerlich, das ist ja gar kein Freund. Ein Widerling ist das, was hat denn der mir eben gesagt? Und dann bin ich natürlich wieder zu meinem Mann, weil ich dachte, der ist aber lieb, der sagt sowas nicht. Nee, der hat sich gehütet, weil ich gesagt, wenn du irgendeinem aus der Familie sagst, also meiner Schwester, meiner Mutter, dass ich hier vielleicht ein bisschen mehr trinke. Das mache ich ja nur, weil ich jetzt gerade keine Arbeit habe. Und weil du immer sagst, trink nicht so viel. Und dann gibt es ja diese Täuschung, wo man dann also diesen Pegel halten muss. Und dann kommt die Belohnung. Der Wahnsinn ist ja, den Pegel zu halten. Trinkst du also früh, du kannst nicht frühstücken. Wie willst du ihm gegenüber sitzen? Schnell in den Keller und habe ich mir immer einen Kasten Bier geholt, das Bier aufgemacht. Schnell das Bier rein, da kam der Schaum ja erst mal raus, Brötchen hinterher, damit es drin bleibt. Aber dann dieser blöde Trick, den du im Suff dann auch völlig vergisst, habe ich die Deckel immer wieder drauf gemacht, weil mein Mann trank wenig Bier, der trank nur Wein. Habe immer wieder, zack, die Deckel drauf, damit die leeren Flaschen... In dem Glauben, und so kriege ich es nicht mit. Dass das volle Flaschen sind. Ja. Und irgendwann brauchte ich ein Bier, da waren die alle leer. Auch mein Mann hat da mal reingefasst und dachte, was ist hier los? Ja. Und dann gehst du hoch zum Frühstück und sagst, so, ich bin soweit. Und der guckt dir in die Augen und da reicht ein Bier. Und da reicht dieses sich kennen... Er sieht sofort den Glanz. Sofort und ist aufgestanden. Ich sage, warum geht der? Ich habe doch jetzt getrunken, damit es mir gut geht hier. Und dann geht er. Weil er es natürlich selber nicht mehr ertragen kann, nicht mehr aushalten kann. Frau Daubitz, kennen Sie die Situation? Ja, das ist,
die Selbstwahrnehmung ist ja auch eine ganz andere geworden. Ne? Also ich habe mich nicht mehr selbst wahrgenommen, ich war auch aufgeschwemmt. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ne? Ich habe mich immer noch gesehen, Größe 36, alles ja. war schick, alles war schön. Ne? Und wenn mein Mann gesagt hat, oder meine Schwester gesagt hat, sag mal, du hast ja schon wieder zugenommen. Mein Mann gesagt hat, ja, die trinkt ja auch viel zu viel. Dann habe ich immer gedacht, was wollen die denn von mir? Also kochen ein bisschen mehr. Ja, und also wie kann man sich denn darüber beklagen, dass ich ab und zu mal ein Glas Wein trinke und vielleicht dann und wann mal wieder ein Schnäpschen oder mein Magen bitter. Mhm. Ne? Also braucht man nach dem Essen ja auch. Ja, eben. Ja. Ne? Also, so sieht's aus. Ja. Nun hat glücklicherweise, wie wir eben erfahren haben, bei Uli Borowka ein guter Freund, Christian Hochstetter aus Gladbacher Zeiten, das alles gut vorbereitet und einfach mal gesagt, du fährst jetzt dahin, wir haben Platz. Wie ist der Zug gelaufen? Bis heute sehr gut. Ja, seit über 12 Jahren trocken. Also fast überhaupt keine Probleme. Das heißt Saufdruck und alles Mögliche. Ich habe einen Weg für mich gefunden, der auch nicht ganz so war, wie die Therapeuten es gerne gehabt hätten. Das heißt, wir werden ja auch auf das Leben danach draußen vorbereitet. Ich sollte meinen Freundeskreis ändern und alles. Habe ich gesagt, ich fahre zu meinen Eltern. Das sind die einzigen, wo ich jetzt hin kann. Eltern sind Gastwirte, haben... Die haben seit 30 Jahren eine Gaststätte. Und die nehmen mich auf. Ich sage, soll ich meine Eltern jetzt ändern? Oh, das wird aber schwierig und so. Nein, sage ich, ich fahre dahin. Und ich habe dann auch sogar nach ein paar Tagen, wo die Wirtschaft voll war, habe ich meinen Eltern beim Zapfen geholfen. Ja. Und da haben die Leute gesagt, also das kann ja wohl nicht was wahr sein. Was normalerweise die Therapeuten sagen, ist das Schlimmste, was man tun kann. Nee, also sich davon fernhalten, jetzt... Ja. Ich muss den Weg für mich, ja, ich habe einen ganz anderen Weg für mich gefunden. Es geht. Ich bin, es geht. Entschuldige, nee, es geht gar nicht anders. Du sitzt, ich saß ja keine 4 Monate, es geht eben nicht anders. Du kommst aus dieser Klinik, bist unter deinesgleichen, kommst am nächsten Kiosk vorbei und fällst um. Ich bin nicht da reingegangen, habe gesagt, ich mache jetzt erstmal Bergfest, wie heißt das hier, wenn Haushalt fertig ist? Richtfest. Richtfest, danke. Ja. Ich kam nicht mehr drauf, Herr Doktor. Also ich habe ein Richtfest gemacht und habe gesagt, das Leben muss so weitergehen. Ja. Du musst jetzt alle zum Saufen einladen, aber noch nie so viel Alkohol eingekauft. Und habe dann neben Wasser getrunken. Hab gesagt, die müssen alle umfallen, die müssen lallen, die müssen dir die gleiche Scheiße erzählen, die du ihnen sonst erzählt hast. Und das war großartig, weil du kannst dich dem nicht entziehen. Jeder Empfang, jeder, beim alles Einkaufen, was... überall, egal, wenn wir einkaufen gehen. Alkoholiker, was im Körbchen Wir sind eine Gesellschaft, wo die Begegnung natürlich mit Alkohol ununterbrochen stattfindet. Empfänge gibt es gar nicht, gar kein Nicht-Alkohol. Wie lange lief dieser Prozess in der Suchtklinik? Wie lange? 4 Monate. 4 Monate. Ja, ich war ja am Anfang gar nicht der Meinung. Ich dachte, 2 Wochen, ich gucke mir das an und dann kann ich raus und kann kontrolliert trinken. So gibt es dort ja in dieser Klinik, in der Suchtklinik, gibt es natürlich auch so therapeutische Maßnahmen. Es wird gebastelt, es wird getöpfert, es werden andere Dinge gemacht, um sich neu zu entdecken. Wie lief das da in der Suchtklinik ab? Genau so. Hast du gestrickt? Nee, das nicht. Fensterbilder und aus Ton musste ich etwas... modellieren. Ja, und was modelliert aus? Ja, es sollte kein Gebrauchsgegenstand sein. Und ich habe den DFB-Pokal modelliert. Das war klug. Ja. Und da sagte die Therapeutin, das ist ein Weinglas. Ich sage, Sie haben ja nun mal gar keine Ahnung. Dann habe ich DFB-Pokal draufgeschrieben. Ich sage, ja, das ist ein DFB-Pokal. Und den habe ich 2-mal gewonnen. Ja, und dann hat sie gesagt, das kann ich durchgehen lassen. Aber sie wusste ja nicht, dass der auch zum Trinken und zum Feiern benutzt wurde. Fenstermalerei und sowas alles. Also alles, ich habe auch alles mitgemacht, weil ich es gerne gemacht habe. Und viele, die brauchen das, danach den wirklichen Kontakt. Also viele gehen regelmäßig, haben ihren festen Tag in der Woche zu den anonymen Alkoholikern in der Zeit danach. Wie ist das, Uli, bei dir heute? Ich habe es nicht gemacht, weil ich für mich einen Weg gefunden habe, der bis heute so für mich passt. Ich bin da rausgegangen, ich bin zu meinen Eltern gegangen, 3 Monate. Danach bin ich zu meinen Freunden nach Berlin gezogen, wo auch alle gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. In den letzten Jahren ist er da jeden Tag abgestürzt. Ja, und habe auch keine Suchtgruppe besucht, weil das war mein Weg. Ich habe auch alles, was ich durch den Fußball erreicht habe, durch Wille und Ehrgeiz geschafft. Und das hat mir auch wahnsinnig geholfen, aus den grausigen Jahren rauszukommen. Ist das typisch, dieser Weg? Also zu sagen, ich gehe direkt wieder nach Hause zu meinen Eltern, ich zapfe das Bier, ich gehe wieder zurück nach Berlin, wo all die Freunde sind, mit denen ich damals getrunken habe. Also zunächst mal
möchte ich sagen, der Weg in die Abhängigkeit hinein kommt mir bekannt vor. Ja. Nicht? Das geht durch alle sozialen Schichten und der eine ist erfolgreicher im Leben, wird abhängig, der andere weniger. Letztlich sind die Wege aus der Sucht genauso individuell wie die Wege hinein. Das, was Frau Sass schilderte oder auch Herr Borowka, ist mir so noch nicht untergekommen. Ist eine riskante Intervention, würde ich sagen. Also eine Party zu feiern, ganz viele Freunde einzuladen, Alkohol zu besorgen und selber zu versuchen, bei Wasser zu bleiben. Wussten die Bekannten Bescheid? Die haben alle gefragt, warum trinkst du heute nicht? Die wussten noch nicht Bescheid. Die waren völlig überrascht. Ja, also wohingegen, wenn Herr Borowka bei den Eltern zu Hause Bier zapft, würde ich sagen, wenn die Eltern wissen um das Problem und ein Auge auf ihn haben, dann ist das eine Exposition, die auch dazu führen kann, dass er sich das Ganze tatsächlich abgewöhnt. Also es ist ein neuer Lernprozess, der das wieder umkehrt, was in den Jahren davor in die andere Richtung, in die Abhängigkeit geführt hat. Herr Sprachschuss, Sie sind Suchtexperte. Wie läuft es in der Entgiftung bei Ihnen zum Beispiel in der Klinik ab? Was sehr schön zu erkennen war jetzt auch in den Beispielen, war, dass der Weg in die Klinik sehr lang ist. Häufig die längste Phase, ja, diese Kontaktphase, wie wir das auch nennen. Und wenn es dann endlich in die Klinik, zur Klinik gekommen ist, empfiehlt sich aus unserer Sicht diese qualifizierte Entzugsbehandlung, die über die eigentliche körperliche Entgiftung hinaus. Was heißt das qualifizierte? Qualifiziert bedeutet, dass zusätzlich zu der körperlichen Entgiftung, die die Voraussetzung für alles Weitere ist, Frau Sass sagte das ja eben, die körperliche Abhängigkeit ist da, das heißt, dem Körper fehlt etwas, wenn der Alkohol auf einmal nicht mehr getrunken wird. Und das muss irgendwie ersetzt werden durch ein Entzugsmedikament zum Beispiel. Und das ist der körperliche Entzug, die körperliche Entzugsbehandlung. Und daran anschließend aber oder vielleicht schon in der Phase der Entzugsbehandlung der körperlichen beginnt eine intensive Motivationsarbeit, um die Betroffenen zu motivieren, weitere Therapieschritte. Das ist der therapeutische Schritt. Also genau. Da gibt es Gesprächstherapie, da gibt es eine Betreuung, wo das thematisiert wird. Ja. Und darüber hinaus Entspannungsverfahren, Akupunktur, die die Entzugssymptome lindern kann. Und das Ganze besteht letztlich aus drei Phasen, nicht? Die körperliche Entzugsphase, dann so eine Orientierungsphase in der Mitte und am Ende eine Phase, wo schon wieder Kontakt nach draußen aufgenommen werden soll tatsächlich und geschaut werden soll, wie komme ich denn zu Hause zurecht, gibt es da noch Alkoholvorräte, muss ich irgendwas entsorgen, was könnte mir helfen in der Zeit nach der Entgiftung, nach der Entzugsbehandlung abstinent zu bleiben. Und natürlich der Goldstandard wäre eine lange Zeittherapie, wie es früher hieß, zu machen, eine sogenannte Entwöhnungsbehandlung, möglichst rasch nach der qualifizierten Entzugsbehandlung. Ich glaube, das, was Herr Borowka schilderte, 4 Monate, das ist so der zeitliche Rahmen, 8 bis 12 Wochen heutzutage, ist etwas kürzer schon geworden. Und das gibt Ihnen dann nochmal Gelegenheit, ganz intensiv darüber nachzudenken, was sind meine Gründe für den Konsum. Ja. Was ist der Weg gewesen, Katrin Sass, wie Sie sich entzogen haben? Sie haben das eben gesagt, ja. Ich bin zu meiner Schwester gegangen. Dann habe ich mich da einfach mal einquartiert. Wie ist das gelaufen? Ich war sozusagen überall schon entlassen. Ich war damals noch Kommissarin. Der RBB hat es nicht mehr ausgehalten, hat gesagt, das Buch geht zurück. Und das war's. Ich habe damals von diesem einen Polizeiruf oder zwei im Jahr gelebt. Das war weg. Das heißt, ich konnte das Haus nicht weiter abbezahlen und. Und kriegte ein Angebot. Ein Angebot von 3 Drehtagen. Und ich wusste, die 3 Drehtage, die musst du machen, egal was ist. Aber du darfst nicht besoffen da ankommen. Das war aber schon diese Endphase 98. Und ich habe einen Tag einfach nicht getrunken. Und habe gedacht, naja, kannst du ja ausschlafen. Das ging? Naja, das ging nicht. Ach so. Das war die Hölle. Ja. Für mich dann nicht mehr, aber doch für die, die drumherum standen. Ich habe aber so eine Angst gekriegt, dass ich doch zitternd und mit Herzrasen, ich weiß nicht, was alles weht hat, ins Auto gestiegen, schweißnass. Bin nach Schwerin gefahren, in die nächste Stadt, also die war nicht weit weg. Habe mich bei meiner Mutter in der Wohnung, die Urlaub gemacht hat, einquartiert, wo ich wusste, meine Schwester kommt immer zum Blumengießen. Also allein wollte ich nicht sein. Ich spürte, es passiert was Furchtbares. Sie kam und es waren dann 5 Stunden. Ich habe meinen Hund wirklich an den Ohren festgehalten und gebetet, dass ich nicht sterbe. Also es war grauenvoll. Ja. Und es lief der Schweiß und das raste. Und ich habe gesagt, wenn du diesen Tag überstehst, dann wirst du morgen wach. Du wirst ja, irgendwann muss der Mensch einschlafen. Und dann kannst du danach nach Lüneburg fahren, eine Kostümprobe machen und übernächsten Tag diese 3 Drehtage. Aber als ich das Buch aufgeschlagen habe, habe ich gemerkt, dass ich die 3 Sätze nicht mehr im Kopf kriege. Und da habe ich natürlich gedacht, um Gottes Willen, was ist das? Und da habe ich meine Schwester gefragt, das ist nun wirklich 14 Jahre her.
Und ich weiß bis heute, dass ich sie gefragt habe als Kindergärtnerin, was heißt denn das? Sag mal, was ist das für ein Wort? Und die sagt, gebenedeit. Ich sage, wie heißt das? Gebenedeit. Und ich habe die dann auch nicht mehr gehört. Und dachte mir, wieso kriege ich das nicht hin? Beine, dein. Es war grauenvoll. Und habe mich weiter hingelegt und den Hund festgehalten. Und sie sagte nur, wie siehst du aus? Was ist mit dir los? Ich sage, naja, mein Mann war gerade weg. Ich habe alles auf ihn geschoben. Der ist abgefahren und hat mich jetzt allein gelassen. Und dann wollte ich irgendwie, weil meine Schwägerin dazu kam, die machten sich einen Wein auf. Und ich dachte, das rettet dich. Zwar nicht mehr ein Glas, aber wenn ich die Flasche jetzt ansetze, stirbst du nicht. Und du wirst aber vielleicht den Film diese 3 Drehtage auch nicht machen können. Hat keiner irgendwie gedacht, das ist ein Zeitpunkt, wo erst mal ein Arzt dazukommen muss? Doch, meine Schwester hat gesagt, was ist denn? Dir läuft der Schweinswasser. Hab gesagt, weißt du, Magen, konnte nicht mehr essen. Und die dachte immer noch Magen. Meine Schwester hat die Magenkrankheit und hat sich ja so über den Mann geärgert. Schwester hat nichts geahnt, nichts gewusst. Alle wussten, Katrin trinkt gerne, Katrin feiert gerne. Katrin aber dass sie Alkoholikerin gerne sein könnte, war der Gedanke war nicht nein. da. Nein, das wusste sie gar nicht, was das ist. Also bei unserer Familie, durch meine Mutter wurde ja getrunken, die war ja am Theater. Aber das war ja, hatte ja nichts mit Alkoholkrankheit zu tun. Also was soll das? Natürlich nicht. Nee, die sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Und hat bestimmt was mit dem Magen. Die hat zwar den Fisch nicht gegessen, aber irgendwas anderes. Ja. Oder zu wenig und der Mann ist weg. Jedenfalls ist es bei mir, und da muss ich wirklich sagen, habe ich entweder wirklich diese Engelchen da. Ich habe seit dem Tag oder am nächsten Tag am 22. Juli tatsächlich angefangen zu glauben, weil anders geht es nicht mehr. Also es geht dann, muss man wirklich überlegen, was zwischen Himmel und Erde passiert. Ich bin also dann, habe versucht, das auszuschlafen. Es ging nicht mehr. Ich sah den Wein auf dem Tisch, es schwamm alles weg. Ich bin hoch, wollte in diese Küche und ihnen sagen, jetzt müsst ihr wahrscheinlich einen Arzt holen. Ich weiß nicht mehr, ob ich das überlebe und muss, das weiß ich nicht mehr, einen merkwürdigen Kuhlaut ausgestoßen haben mit einem und dann schwamm alles weg und ich kriegte einen sogenannten epileptischen Anfall. Das ist echt typisch. Knapp an der Heizung vorbei, Gott sei Dank mit Schaum vom Mund, wie mir der Arzt sagte, mit Blut vom Mund, weil der berühmte Zungenbiss, wo sich manche auch die Zunge abbeißen und verschlucken, das alles hat man mir erklärt. Ich habe mir also die Zunge eingebissen, ich hatte Schaum vom Mund und dann wurde ich wach von den weißen Kitteln, die dann sagten, Suchtabteilung. Und meine Schwester Sucht, die hat was mit dem Magen. Ja. Ich kann heute lachen, weil ich habe das überlebt. Trotzdem, Herr Sprausche, ist das der richtige Weg, also dieser Weg alleine dorthin zu gehen, zur Mutter, zur Schwester und zu sagen, ich kriege das hin? Nein, ich wollte ja sagen, das war nicht mein Weg, ich wollte nächsten Tag nur drehen. Was dann kommt oder gekommen wäre, wäre ja was anderes gewesen. Ich weiß, dass der 22. Juli jetzt Ihr persönlicher 2. Geburtstag ist. Da bin ich ein bisschen jünger. Ja, das war sicher sehr, sehr mutig von Frau Sass, das so zu machen. Nicht gar nicht drüber nachgedacht. Also im Prinzip kann so ein Krampfanfall auch zum Tode führen, wenn Sie allein gewesen wären, vielleicht ungünstigerweise auf dem Rücken gelegen hätten. Nach Krampfanfällen kommt es manchmal auch zu Erbrechen und das läuft dann in die Luftröhre, also sprich in den falschen Hals, wie man so sagt. Ganz gefährlich, ja. Und das ist glücklicherweise nicht so häufig, dass es zu Krampfanfällen kommt, aber eben klassischerweise nach 2, 3, 4 Tagen ohne Alkohol, das ist so die gefährlichste Zeit. 8 Stunden. Ja. Das ist ja der eine Weg, jetzt dieser eine Tag, aber der Weg danach wirklich trocken zu werden, wie ist der gelaufen? Das kann ich nicht sagen, weil es ein Wunder war. Ich bin nicht in die Klinik. Ich bin rein in die Klinik und also ich musste mir natürlich Tabletten holen. Ja klar, aber wie lange waren Sie denn in der Klinik? Ich war nicht drin, ich bin gar nicht reingegangen. Gar nicht reingegangen? Nein. Als Sie abgeholt wurden, haben Sie eben beschrieben. Nein. Ich bin aus dem Krankenhaus abgehauen, weil ich gesagt habe, ich unterschreibe alles, aber ich brauche die Drehtage. Und da kriegte ich, das war im Osten Forstan, früh 2, Mittag 2, Abend 2. Eine würde mir heute reichen, dass ich hier umfalle. Da habe ich 6 genommen. Was ist das für ein Präparat? Forstan ist Diazepam. Valium ist der Handelsname, also Diazepam. In der Zone gab es Benzodiazepin, Beruhigungsmittel, was im Prinzip im Gehirn die Wirkung vom Alkohol ersetzt, wird in manchen Häusern tatsächlich als Entzugsmedikament gegeben. Wir geben ein verwandtes Präparat in Albeck und das ist das, was tatsächlich die Entzugssymptome lindert, ja. Zu Hause Albeck ist das Krankenhaus hier in Hamburg, also, in dem Sie arbeiten. Genau. Ist riskant, denn es besteht natürlich die Gefahr, dass Sie zusätzlich zum Faustan, zu dem Medikament, dann doch wieder trinken. Und das kann Wechselwirkungen ergeben, die eben sehr gefährlich sind. Faustan war früher für mich ja immer das Einschlafmittel. Eine halbe konnte ich gut vom ersten Drehtag. Das kannten Sie schon. Das kannte ich. Ja. Und da konnte ich gut schlafen. Jetzt habe ich ja 6 genommen und war irgendwie einigermaßen wach. Ja.
Ja, das hängt mit der Gewöhnung zusammen, die im Gehirn stattgefunden hat. Was ich vorhin meinte, der eine kann eben mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol vertragen. Das Gehirn hat sich so dran gewöhnt, dass ihm was fehlt, wenn plötzlich der Alkohol weg ist. Das verstehe ich nur, dass ich Schlafmittel nehme, um wach zu werden, war ja mir ein um wieder zu funktionieren. Also ich denke, wenn Sie hinreichend viel Schlafmittel genommen hätten, sagen wir, wenn Sie 12 oder 18 Tabletten genommen hätten, wären Sie bestimmt auch wieder eingeschlafen. Ja, aber es war eben dieses Anheben wieder aufs Funktionsniveau. Mhm. Ja. Frau Daubitz, ich meine, wir haben jetzt zwei Geschichten gehört. Ihre ist ein bisschen anders. Ab wann war denn der Alkohol für Sie so ein guter Vertrauter? So ab 96 könnte das, ja, ab 96 war schon die Sucht schon da, die war aber nicht für mich noch nicht so präsent. Ne? So, also Sie hatten vorher gar nicht so viel mit Alkohol am Hut. Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte meinen Mann kennengelernt und war ich habe mal ein Glas Wein getrunken oder mal ein Glas Sekt getrunken und kam in eine sehr feierfreudige Familie. Ne? Und die waren also dem Alkohol sehr zugetan. Und ich war da so ein bisschen so die Außenseiterin, weil mir das auch nicht geschmeckt hat. Ne? Ich hatte mir da nicht viel draus gemacht. Mir war das. Ach, die Familie? Ja, die war mir irgendwie nicht so geläufig. Also ich lich mich an, ne? Ich hatte mich wieder angepasst. Also habe ich dann mal mitgetrunken und merkte dann, dass das alles so schön wird. Das wird so locker, das ist so schön warm im Bauch. Und die erkennen mich an, die finden mich nett, die können sich mit mir unterhalten. Wir haben. Also das läuft, ne? So. Herr Daubitz, war das so, dass in der Familie schon mal gern gepichelt wurde? Ja, also ich kann mich sehr gut erinnern an noch meinen Opa. Der hatte immer am 1. Januar Geburtstag, so wie jedes Jahr. Und die feiert wurde natürlich Silvester kräftig, auch bei meinen Eltern. Und das war ein Pflichttermin und die mussten am 1. Januar alle antreten. Die waren dermaßen knülle gewesen am Nachmittag, denn wenn sie wieder angefangen haben zu bechern, wo ich das als Kind mitgekriegt habe. Ich kann nur sagen, wo wir damals zusammengekommen sind, wir haben die ersten 4 Jahre vollkommen alkoholfrei gelebt. Und dann war schon der Einfluss von meiner Familie da, weil da immer gebechert worden. Ganz Jahr, ob zu Weihnachten war, Feiertage oder Geburtstag oder auch so, nur Besuch. Es wurde immer, Alkohol hat immer eine Rolle gespielt. Ja, ja. Wie hat sich denn Ihr Alkoholkonsum entwickelt dann? Schleichend. Ne? Abends mal so nach der Arbeit auch mit Freunden mal auf ein Bier oder mir abends ein Glas Wein eingegossen, ein bisschen zum Abspannen. Und das hat mich auch immer entspannt. Ne? Also ich habe immer ein Wohlgefühl gehabt, hat mich immer entspannt. Ich hatte auch, selbst wenn ich jetzt mal 2, 3 Schnäpse mehr getrunken habe oder die halbe Flasche war auf immer leer. Ich habe morgens auch keinen Kater gehabt. Also mir war morgens immer okay. Ne? Also ich hatte keine Kopfschmerzen, ich konnte meiner Arbeit nachgehen. Ich habe immer funktioniert. Es war, als wenn nichts war. Mein Mann hat mir gesagt, ich verstehe dich nicht. Du kannst dermaßen viel in dich reinschütten, aber am nächsten Tag ist bei dir überhaupt nichts. Also das war, als wenn nichts war. Ist das ein Phänomen, was es gibt, dass halt der Kater am nächsten Tag gar nicht auftaucht, 2000 Kaffee und das Leben geht glücklich weiter? Ja, das ist durchaus denkbar. Mich würde tatsächlich mal interessieren, was Ihr Mann denkt, seit wann das Alkoholproblem bestand. Sie sagten 1996? Ja, 96 schon. Was würden Sie sagen? Das ist ganz klar. Wir hatten also da immer, wie gesagt, mit Freundschaften, die haben alle getrunken immer. Und wenn wir uns getroffen haben, kam natürlich typisch, du säufst heute, wir haben schon Fülle. Und wir wussten halt also generell, wenn wir da hingefahren sind, es wird wieder getrunken. In welchen Maßen wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, wie meine Frau schon so tief drin gesteckt hat. Und wir haben es dann mal gemerkt und mein jetzt verstorbener Freund, der hatte mir mal gesagt damals, wisst ihr was, wir gehen beide in eine Kneipe, da trinken wir beide gepflegt, unser Bier, und dann gehen wir wieder nach Hause und lassen die Weiber einfach saufen. Und das war aber nicht der Fall gewesen. Wir sind also immer an Ort geblieben. Ist aber eine schreckliche Entwicklung, weil man sieht ja, ich habe mich ja dann immer zurückgezogen ein bisschen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss meine Frau nach Hause bringen. Ja, ja, ja. Und das war also so ein Schutzbedürfnis, was ich mir jetzt selber als, sag ich mal, sogenannter Co-Abhängiger, ich habe nie abhängig geworden, so mir angelastet habe. Und das war eigentlich schlimm gewesen. Mhm. Ab wann wurde es denn für Sie ganz anders, dass Sie gemerkt haben? 2000. 2000 ich wurde arbeitslos. Und, Bezug zum Alkohol, weil es nicht mehr ging am Arbeitsplatz? Doch, das ging noch. Also ich habe mir eingebildet, es ging noch. Vielleicht ging es auch. Mein damaliger Chef, der war in der Immobilienbranche und der war also dem Alkohol auch sehr zugetan. Also von daher hatte mich wahrscheinlich nicht interessiert. Also da war auch abends immer mal eine Flasche Sekt offen. Und also
Wie gesagt, also ich wurde arbeitslos und dachte so, und jetzt kriegst du den aber irgendwie auf die Reihe, ne? Und da ging ich gar nicht mehr, ne? Also ich habe dann schon vormittags mal meine Weinschorle getrunken, ne? Och, das ist ja ganz nett, ist ja, ne? Nur Weinschorle, ne? Ist ja, ja nur eine Schorle, ne? Also Säckchen. Säckchen und Bierchen. So, und dann kam dann dazu ein Schnaps und dann kam Glas Wein ohne Wasser und ja, dann kam ja irgendwann mal mein Mann wieder nach Hause und dann ja, und dann war der kaum, hat er die Jacke ausgehabt und dann habe ich schon gesagt, ach, jetzt trinken wir erstmal wieder einen Schnaps, ne, so. Also der ganze Tag war alkoholgeschwängert, ne, bis zum Abend dann, bis ich also richtig abgestürzt bin, ne, und das zog sich dann noch hin bis 2003. Mhm. Also, gab es einen Arzt, der mal gesagt hat, irgendwie, hey, ja, bei Ihnen liegt Da möchte ich wirklich mal was fragen, weil es eben ging um erblich und nicht erblich. Das sind natürlich die Gene. Das wollte ich ja die ganze Zeit sagen, weil ich habe Freunde, die heute noch saufen. Ich bin 14 Jahre trocken. Ja. Die sind neben mir, trinken die nicht mehr die gleichen Mengen, sind ja auch älter geworden, aber schütteln sich, steigen ins Auto, wo ich den schwersten Entzug früh hatte und dachte, wie kriegst du das hin? Die steigen heute noch rein. Mhm. Und bei mir gab es diesen Schalter eben nicht umzulegen, weil... Sie sind ja, das ist ja das Verrückte, durch Ihren Mann erst dazu gekommen, durch diese Familie, vorher nichts angerührt, kommen in diese Familie, fangen an zu trinken. Ja. Er steht daneben, geht daran fast kaputt. Also muss Herr Daubert, Sie merken, Sie werden jetzt hier als Schuldiger angefragt. Nein, ich fühle mich aber nicht so. Das ist doch verrückt. Natürlich. Und Sie müssen das beobachten, dass durch Ihre Familie Ihre Frau eine Alkoholikerin wird. Also sind es doch die Gene. Da kann ich doch nicht einfach sagen, meine Schwester ist auch aufgewachsen mit mir zusammen und trinkt nicht. Also das mit den nicht vererblich oder so, kann nicht stimmen. Herr Sprausch, ist es tatsächlich so, ist das wirklich möglich, dass es tatsächlich eine genetische Vorlage gibt? Ist es vererbbar? Ja, es gibt eine genetische Vorlage, aber die gute Nachricht ist, es ist nicht in dem Sinne vererbbar wie manche Erbkrankheiten, wo ich als Kind eines betroffenen Elternteils... Gibt es Erfahrungswerte darüber in der Medizin? Man geht von 40-60% genetische Faktoren aus, was viel klingt, ja, aber mindestens genauso viel Einfluss haben psychosoziale Faktoren, insbesondere was erstmal die Gründe für den Konsum angeht. Mhm. Ja, also, dass ich beginne zu trinken, dass ich regelmäßig anfange zu trinken, das hat eher psychosozialen Hintergrund. Nachher, wenn es um die Gewöhnung geht im Gehirn, die Abbauvorgänge in der Leber, da spielen die Gene wieder eine größere Rolle. Uli, wie war das bei dir? Gibt es in der Familie da irgendwie eine Vorlage, wo da schon eine Spur gelegt war? Nein. Dass dieser Gedanke, den wir gerade aus der Medizin hören, vielleicht da... Nein, meine Eltern hatten eine Gaststätte, ja, aber deswegen bin ich kein Alkoholiker geworden. Ich bin genauso wie alle anderen früh mit Alkohol in Kontakt gekommen, aber nicht zu Hause, weil bei uns gab es Regeln, wann die Kinder ansatzweise in der Gaststätte sein können oder wie auch immer. Es wurde darauf geachtet, was wir trinken. Ja. Erst in Kontakt. War so eine Selbstkontrolle da? Von den Eltern war das ganz klar vorgeschrieben. Also wie auch immer, in den ganzen jungen Jahren durften wir keinen Alkohol und sowas alles trinken, was also ganz klare Vorschriften waren. Ich bin erst damit in Kontakt gekommen, mehr in meiner Lehre. Wenn wir uns hinterher im Keller bei Freunden getroffen haben, Flasche Apfelkorn und mal ein Pilzchen mit, weil Alkohol ist ja inzwischen in Deutschland Kulturgut. Es kommt ja jeder an Alkohol, jeder. Und wer nicht mittrinkt, ich bin auch bei vielen Veranstaltungen, auch bei Golfveranstaltungen, GoFus, wo ich abends dabei bin, da muss ich abends erklären. Die GoFus sind eine Gemeinschaft von Golfern und Fußballern, die soziale Zwecke spielen. Die GoFus. Was zu essen. Und auch andere Sachen, ja. Und dann stehen wir abends und dann ist mal wieder ein neuer Sponsor da, sagt der Mensch, ein Bierchen. Sag ich, nein. Wie schwer fällt es, das jetzt erklären zu müssen? Also auf gesellschaftlichen Ereignissen zu sagen, nein, ich trinke nicht. Dann kommt diese Frage, warum trinkst du nicht? Weil ich trockener Alkoholiker bin. Für mich. Und dann stehe ich alleine da. Dann stehe ich erstmal alleine da. Dann ist erstmal Umkreis von 3 Meter, ist erstmal keiner mehr da. Ich bin erstmal ausgegrenzt. Und als Alkoholiker bin ich ja sowieso erstmal abgestempelt. Ich habe sogar schriftlich von einem gegnerischen Anwalt, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin, dass ich ein Alkoholiker bin und ein Anrecht auf gar nichts habe. Ich hatte mal etwas, wo ich jemand mit mir geworben hat, ja, und ich wollte Schadensersatz, hat der gegnerische Anwalt das hier geschrieben. Der Herr Borowka ist ein Alkoholiker, das ist ein Mensch zweiter Klasse, der hat kein Anrecht überhaupt auf irgendetwas. Mhm. Und das habe ich in vielen Jahren auch erfahren dürfen.
Viele gehen ja davon aus, auch ein trockener Alkoholiker, der muss mit Lumpen irgendwo auf der Parkbank liegen. Das ist so erstmal so eine Grundeinstellung. Und wenn ich abends irgendwo bin und sage, ich trinke nichts, ich bin trockener Alkoholiker, erstmal sind die meisten weg. Und ich muss sagen, warum ich nicht trinke oder ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich nicht trinke. So weit sind wir hier bei uns. Ja. Ich kann damit gut leben, weil ich genau weiß, wie das alles abläuft. Im Alter gibt es immer wieder so Situationen, wo sich dann Leute gleich auf Distanz bewegen und sagen, oh Gott. Ja, natürlich. Natürlich, wenn ich hinterher sage oder im Restaurant, wo du überall mal beim Italiener oder so, nee, ich möchte nichts. So einen kleinen Schnäpschen geht. Nein, ich sage, wir wollen alle nichts. Da kommt der Kellner wieder. Aber nur einer. Ein kleines Pintchen und hat so komisches, grünes, gelbes, rotes Zeug, was kein Alkohol ist, und stellt die trotzdem dahin. Obwohl ich dreimal gesagt habe, wir möchten gar nichts. Herr Dorbitz, wie ist das jetzt gewesen, als Sie gemerkt haben, da geht was völlig aus dem Ruder mit meiner Frau? Sie haben ebenso den Begriff von Co-Abhängigkeit kurz gesagt. Also zu wissen, ich hänge genau damit drin, finde aber nicht den Weg, ihr zu helfen. Ja, den hatte ich auf keinen Fall gehabt, weil jedes Gespräch ist abgeblockt worden, was ich versucht habe zu führen, das, wie Sie auch schon sagten. Ich spreche mit Ihrer Frau. Ja, ja, mit der Frau jetzt und habe gesagt, wie ich schon sagte. Und wenn wir auf den Thema gekommen sind, zu viel Alkohol, macht ja mal keine Gedanken, es ist schon alles in Ordnung. Und so hat sich das bis zum Schluss, bis sie zur Klinik gegangen ist, eben halt so durchgezogen. Und wir hatten auch mal so meine Gespräche gehabt, da haben die gesagt, hast du das denn nicht gemerkt, dass deine Frau so schwer abhängig war? Ich sage, doch, ich habe es irgendwann verdrängt. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr, ich habe zu ihm gemacht. Ich glaube, das Ungewöhnliche ist, Sie sind, glaube ich, seit 30 Jahren zusammen. Ja. Dass Sie zusammengeblieben sind, das ist... ist ganz einfach zu beantworten. Machen Und zwar, wir sind am 13. Januar 2004. Da war die Entgiftung. Ja, genau. Und ich war ganz alleine zu Hause, richtig alleine. Und das war doll gewesen, konnte mir überlegen, was machst du jetzt? Und da habe ich gesagt, was die Frau da kann, dass sie nicht mehr trinkt, das machst du auch. Und habe einfach alles weggestellt und habe von dem Punkt kein Alkohol mehr getrunken. Weil ich ja nicht in der Abhängigkeit gewesen bin. Es war sehr oben in der Spitze, aber nicht in der Abhängigkeit. Das hat funktioniert. Und dann habe ich angefangen, die Frau immer zu besuchen. Und wir haben wieder angefangen zu sprechen. Wir haben also alles abgelegt, wir haben kaum noch Kommunikation gehabt, sondern wir haben uns also immer darauf beschränkt, uns zu streiten, dass wir uns dann wieder vertragen konnten mit dem Schnaps. Und das war also ganz schlimm gewesen. Der Schnaps war der Grund, Warum man sie ja vertragen. Das hat dann also wunderbar geklappt. Und wo sie dann ihre Langzeittherapie hinter sich hatte, da fing es an, wir müssen in irgendeine Selbsthilfegruppe gehen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist. Wir haben eine gefunden, das sind die Guttempler bei uns in Berlin. Und da sind wir am ersten Tag da mal hingegangen und war erst vom Anblick entsetzt. Aber so viele alte Leute, da war es dann los. Das waren aber ganz liebe Leute im Endeffekt, die haben uns wirklich geholfen. Das war Ersatz. Wir haben in dem Jahr, wo wir dann immer regelmäßig hingegangen sind, so viel zugelernt und so viel Zuspruch erhalten. Und da kam jetzt die Sache in der Co-Abhängigkeit. Da waren Menschen, so wie ich da drin gewesen bin. Und die haben mir gesagt, das sieht ja alle gar nicht so aus. So, nicht jeder kennt die Guttempler. Nee. Das sollten wir jetzt mal erklären, Frau Dorbitz. Sie arbeiten dort inzwischen, arbeiten in einem Café. Was machen die Guttempler? Die Guttempler sind ein Abstinentverband. Wir sind ein Guttempler. Wir sind ein Abstinentverband. Ein eingetragener Verein. Wir sind wie viel in Berlin? 50 Gemeinschaften. Also wir nennen uns nicht Gruppe, Gesprächsgruppe, sondern wir nennen uns Gemeinschaften. Und da habe ich einen Schutzengel gehabt. Also ich brauchte... Ich bin also in diese Gruppe gekommen und die waren also sehr lieb zu mir gewesen. Ich brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist mir alles abhandengekommen wegen meiner Trinkerei und habe mich dann auch wieder ernst genommen gefühlt. Ich war immer so die macht ja so alles, was wir so sagen und so. Die ist ganz nett, ein bisschen säuft, ein bisschen Filler so, aber die spurt schon. Ne? Irgendwie kriegt die das doch immer alle gebacken. Und da wurde ich ernst genommen und da wurde mein Problem auch ernst genommen. Ne? Und da habe ich angefangen aufzuarbeiten und hatte gar keine Arbeit und bin vermittelt worden vom Arbeitsamt für 1,50 €. Und sollte dann eben halt entweder alte Leute betreuen oder Kinder. Ja. Und dachte, nee, also wieso bist du eigentlich, du bist doch bei den Newtemplern, dann könntest du ja da theoretisch in der Küche arbeiten. Ne? Machst ein bisschen Abwasch, für 1,50 € ist das okay. Ja, und dann habe ich da in der Küche angefangen und habe abgewaschen und das war für mich okay. Ne? Ich hatte meinen geschützten Rahmen. Ne? Also da brauchte ich keine Angst haben, dass mich mal in der Anspruch sagt, Mensch, Frau Dorbitz, wollen wir nicht ein Säckchen trinken? Ne? Oder das ist jetzt eine neue Gemeinschaft für Sie geworden, für ja, Sie beide. Das ist also, ja, da hat sich, also
ja, meine anfängliche starke Unsicherheit, überhaupt trocken zu bleiben, hat sich da eben halt auch ja fundamentiert. Ne, weil da jeder in diesem Umfeld genau weiß, wie es ihm geht und dass die Verführung überhaupt nicht stattfinden darf. Nee, also ja, die ist, die kommt bei mir ja nicht in Frage. Ne? Ich meine, ich gehe auch einkaufen, ne? Ich gehe auch an den Flaschen vorbei. Ne? Aber ständig. Das ist ja, die hört mit dazu. Ne? Also ich mache das auch nicht als, ich tabuisiere das Thema auch Sie nicht. Haben auch trotzdem zu Hause was? Nein. Nee, ich habe nichts zu Hause. Ne? Also bei mir zu Hause ist kleine Zone. Doch, oben über dem Kühlschrank ist, falls mal irgendeiner kommt. Ja, nee, also da habe ich kleine Zone. Was ist bei Ihnen? Flasche Rotwein zu Hause? Immer 6. Für Freunde, die kommen. Ich habe so und so, hat mir ein Freund angebaut, da sind 6 Klienten drin. Ja. Jetzt ist ja hier dieser Begriff Co-Abhängigkeit nochmal eben gefallen in der ganz besonderen Art. Da hat jemand gesagt, ich höre auf an dem Tag, wo meine Frau jetzt in den Entzug geht. Das ist ganz außergewöhnlich, Herr Spauschus, dass da eine gemeinsame Entscheidung getroffen worden ist. Leider. Was ist Co-Abhängigkeit? Können Sie uns das beschreiben? Abhängigkeit beschreibt letztlich nur, dass eine Bezugsperson, das kann ein Kollege sein, das kann ein Angehöriger sein, können auch Kinder sein, eines Abhängigkeitserkrankten durch ihr Tun oder Unterlassen letztlich die Abhängigkeit noch unterstützt. Ja. Ja, was heißt das in dem Fall? Also welche Fehler macht man da leicht als Angehöriger? Wir kriegen ja mal mit jetzt gerade, da wird hingeguckt, aber nicht genau hingeguckt. Ja, ich denke, dass es exemplarisch am besten in den Fällen zu erkennen, wo die Angehörigen sogar finanziell mal wegen den Konsum mit unterstützen. Mhm. Die Eltern Geld jemandem zustecken, der den Arbeitsplatz verloren hat, wobei möglicherweise der Alkohol eine Rolle gespielt hat. Oder dass jemand, habe ich auch schon gehört, für seinen Partner Alkohol tatsächlich kauft, weil der ja, dem geht es ja so schlecht, der kann das ja nicht mehr selbst. Was sollen die Angehörigen tun? Im Prinzip das Gleiche, was die Abhängigen selber tun müssten, erstmal die Heimlichkeit überwinden. Das ist der erste Schritt. Ja, aber das geht ja nicht. Sie können nichts tun. Also aus meiner Sicht, als Betroffener viel weniger. Denen ist, sagen wir mal, die sind ohnmächtig. Ja. Ohnmächtig, so, das habe ich bei meiner Frau gesehen, das habe ich auch beim Trainer gesehen. Aber sie schützen dich ja noch eine ganze Zeit, weil sie sich ja nach außen auch schämen. Genau. Zumal, wenn du als Mann noch eine Frau hast. Ja, ja. Und die Frau ist ja noch gefährlicher in der Öffentlichkeit. Ja. Wenn jetzt die Freunde in der Nachbarschaft wohnen, hier in diesem Fall war Uli Borowka, hatte Fußballfreunde, Olli Reck, Günther Herrmann und ein paar andere, die in der Nachbarschaft in Oberneuland wohnten, die von der Situation wussten, haben die nicht mal gesagt, Mensch Uli, du bist in einem Zustand, wo du aufpassen musst? Das ein oder andere Mal haben sie es versucht, aber auf eine ruhige Art und Weise. Aber das ist ja wieder der Punkt, ja, dann habe ich auch mit denen Ärger angefangen. Mhm. Ja. Aber beim Olli zum Beispiel, ja, der hat gesagt, Mensch, wo ich mal wieder richtig voll war und nicht zu Hause schlafen konnte, sagt er, ein Bett bekommst du bei mir, aber nichts anderes. Nichts anderes, nichts zu trinken, kein Geld für Alkohol, kein gar nichts. Ja, das hat er gemacht. Ja? Und das ist auch gut so gewesen. Ja, aber die damalige Ehefrau, der Trainer, die hatten ja null Chance. Die sind ohnmächtig, weil sie können gar nicht helfen. Ne? Das kann keiner einfach helfen. Das kann keiner helfen. Einerseits, weil ich nicht zulasse ne? und weil sie ja diesen Menschen irgendwie auch sehr lieben, ins Herz geschlossen haben. Und dann beschützen sie mich noch. Er kann gehen. Das Einzige, was geht, er kann gehen. Ja, er kann dich in der Gosse alleine lassen. Ja, aber die meisten holen einen ja auch noch aus der Gosse wieder raus. Das Verrückte ist ja, dass man sehr einsam ist. Wenn wir bei dem Thema Co-Abhängigkeit sind, es geht ja weiter. Also wenn wir irgendwie Geschichten jetzt hören, dass in der Familie das weitergetragen werden kann, dass es Prozentzahlen gibt, die wirklich belegen, dass es auch eine genetische Folge haben kann. Also wenn man mal Kinder anguckt, die in diesem Umfeld aufwachsen und die sehen, zu Hause wird gesoffen bei Mutter und Vater, ist das etwas, was sie natürlich nicht loslässt, was sie natürlich auch prägt. Katrin Sass ist Schirmherrin von NACOA e.V., das ist ein Verein für Kinder aus Suchtfamilien. Worunter leiden Kinder von Alkoholikern am meisten? Darüber kann man sich bei NACOA natürlich genau erkundigen über das Internet. Die haben mich angesprochen und habe ich gesagt, dafür sehr gern, wenn ich jetzt nicht ununterbrochen Vorträge halten muss, weil das kann man aus Sicht dann auch gar nicht mehr. NACOA ist nicht zuständig, man kriegt da also keine Fragen beantwortet, aber man kann sich mit einklinken. Da gibt es einmal im Jahr so eine Aktionswoche, wo einfach
Kinder, das ist so was Grausames, dass Kinder ein solches Schamgefühl haben, dass die also zu wenig Liebe kriegen, klar, von in Familien, wo getrunken wird oder wo ein Teil nur trinkt, weil da ja der Co-Abhängige wird den anderen schützt. Also die Kinder leiden am meisten darunter. Und ganz wichtig ist, dass man Jugendliche da reinkriegt mit ihren Erlebnissen und sagt, kommt mal her und berichtet mal, weil das ist, glaube ich, das Allerschlimmste bei diesen alkoholkranken Familien. Es gibt so ein paar Zahlen, die durchaus offenbaren, wie schwierig die Situation ist, die NACOA veröffentlicht. In Deutschland leben heute mehr als 2,6 Millionen Kinder in einem Haushalt mit suchtkranken Eltern. Das heißt, fast jedes sechste Kind kommt damit aus einer Suchtfamilie. Kinder suchtkranker Eltern sind die größte bekannte Suchtrisikogruppe. Betrifft also auch nicht nur Alkohol, sei noch mal dazu gesagt. Mhm. Ihr Risiko, damit später selbstsüchtig zu werden, ist sechsfach erhöht. Mhm. Herr Spauschus, bestätigen Sie das alles, was da steht? Ja, macht Sinn. Ja, macht Sinn. Also, Sie haben darüber gesprochen, ob Alkoholismus vererbbar ist, was die häufigsten Gründe sind. Welche Rolle, Herr Spauschus, das hört man immer wieder hier und da, spielt tatsächlich Druck in der Gesellschaft, Druck am Arbeitsplatz? Was ist das? Ist das der Grund, auch in den Alkohol zu rutschen? Stress, Druck? Das sind genau die psychosozialen Belastungsfaktoren, von denen ich sprach, die eben einen Teil des Problems ausmachen. Ich denke, da ist es wieder individuell sehr verschieden, wie resilient, wie widerstandsfähig gegen psychischen Stress jemand ist. Und manch einer braucht dann eben etwas, was ihn nach der Arbeit beruhigt. Und da bietet sich tatsächlich als frei verkäufliche Droge Alkohol an. Und sobald diese positive Erfahrung sich erstmal eingestellt hat, wenn ich nach Hause komme und ein Glas Wein getrunken habe oder ein Bier, geht es mir erstmal besser. Ich habe den Stress des Tages hinter mir gelassen. Wächst eine Gewohnheit, die dann möglicherweise mittelfristig zum Problem wird. Ja. Das andere ist, wir haben hier nun drei Beispiele hier am Tisch sitzen, die es geschafft haben. Ja. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, die es versucht haben und nicht schaffen. Wie hoch sind die Heilungschancen so im Allgemeinen? Wenn Sie jetzt sehen, die kommen zu uns, werden entzogen, werden danach therapeutisch betreut. Ja. Werden die ja auch weiter noch danach behandeln? Genau. Die Patienten. Also die Chancen sind am allergrößten, wenn jemand wirklich so eine qualifizierte Entzugsbehandlung plus noch eine Entwöhnungsbehandlung macht. Und da reden wir von 70% Abstinenzraten am Ende des ersten Jahres, was verglichen auch mit anderen Krankheiten gut ist. Und entscheidend ist dann letztlich, was der Einzelne, die Einzelne tut, ob sie regelmäßig eine Selbsthilfegruppe besucht, andere Maßnahmen vielleicht, wie Herr Borowka es beschreibt, ergriffen hat, um vorzusorgen, nicht wieder rückfällig zu werden. Gibt es so einen Zeitraum, wo man sagt, hier besteht die höchste Rückfallgefahr? Ja, ganz klar, direkt nach der körperlichen Entzugsbehandlung. Das ist der Moment? Ja. Also je länger Sie ohne den Alkohol ausgekommen sind, man kann sagen, mit jedem Monat, vielleicht mit jeder Woche, sinkt das Risiko für einen Rückfall. Uli, heute noch Angst, rückfällig zu werden? Natürlich, natürlich. Das ist eine Sache, wie gesagt, bis an mein Lebensende werde ich das Problem haben. Und natürlich ist das ab und zu immer mal da. Wenn ich andere sehe, wenn die sich gerne was trinken, aber dann kriege ich eine Gänsehaut, die Haare stehen zu Berge und dann denke ich mir, naja, also du hast ja schon Was sind die größten Verführungen im Alltag? Sind eigentlich nicht so viele da oder kaum was da bei mir. Was ist Weil ich gehe einkaufen, wir machen alles Mögliche, wir gehen mit Freunden essen und überall ist eigentlich um mich herum. Wenn die Freunde da sitzen beim Essen und Wein trinken und Wein bestellen. Ja, dann sollen sie Wein trinken. Okay. Dann finde ich das okay. Dann sollen sie Wein trinken, der kann eine halbe Flasche Whisky trinken und der kann das machen. Jeder ist für sich selber zuständig. Was ist mit Rotweinsoße? Ah, ja, da passe ich natürlich auf. Für mich gibt es in dem Sinne nur schwarz oder weiß. Mhm. Auch kein Moncherie oder Schwarzwälder Kirsch. Ab und zu ist noch ein schönes Buffet aufgebaut. Achte ich sehr drauf. Mhm. Ja, also, dass ich da in der. Auch kein Dunkelbier oder sowas alles. Das gibt es für mich nur schwarz oder weiß. Auch kein alkoholfreies Bier. Auch kein alkoholfreies Bier. Ne? Also, da habe ich mich für diese ganze Sache genauso entschieden. Ja. Und. Wenn natürlich irgendwo am Buffet steht, klar, Fisch, Weißweinsoße, lasse ich die Finger davon. Ja. Aber wenn da irgendwo Fisch ist und hinterher sagt dann irgendjemand, da war ja Weißweinsoße drin, was ich nicht schmecken konnte, dann ist es so. Ja. Aber das, was ich weiß, das, was ich sehe, lasse ich die Finger von. Wie ist das bei Ihnen? Wenn man jetzt was zu sich nimmt und... Das ist ja das, sonst nehme ich ja etwas. Okay, ne, aber jetzt im Kopf zu haben, also ich esse jetzt Fisch, da ist Weißweinsoße, den mache ich auch ist nicht. Ja, ne? Also ist ja überall. Heutzutage ist ja überall. Ja, da bin ich also auch
sehr streng, ne? Also ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die essen ein Kind Bier schenken, ja. Also das ist dann so albern, ne? Aber Bier schenken, so. Das aber, weiß ich immer, aber jetzt überlege ich mal den Meister. Nee, aber, nein, aber man sollte schon, als wenn man Alkoholiker ist, als trockener Alkoholiker bleiben will, dann sollte man schon gucken, ne? Also was nehme ich zu mir? Also diese berühmte Moncherie oder eine Weinbrandbohne, das ist eben halt, das geht ja nicht, ne? Das funktioniert ja nicht. Genau. Herr Sprauschus, wie gefährlich ist das? Alkohol in Nahrungsmitteln? Alkohol in Nahrungsmitteln sehr unterschiedlich. Ich glaube tatsächlich, was Sie sagen, wenn ich bewusst zum Fisch mit der Weißweinsoße greife, dann ist das natürlich schon eine Situation, wo ich mich fragen muss, bin ich da nicht auf dem Weg in einen Rückfall? Wenn ich zufällig überrascht werde von der Weißweinsoße, dann, wenn ich den Alkohol vielleicht sogar noch rausgeschmeckt habe, dann zufällig, dann muss ich achtsam sein, muss ich schauen, wissen, das war jetzt ein bisschen Alkohol, zumindest hat es mich daran erinnert und ich muss jetzt besonders aufpassen in der nächsten Zeit. Grundsätzlich fand ich es gut, dass Sie das alkoholfreie Bier angesprochen haben. Das ist genau der Punkt. 0,2%. Prozent, ja, genau. Das ist das eine, dass da auch noch Alkohol drin sein kann, aber das ist gar nicht das Problem, sondern das sind die Geschmacksstoffe, die letzten Endes in unserem Gehirn, im Gehirn... Das Gedächtnis sofort. Bei mir ist es ja dann auch der Kopf, ich nehme ja was bewusst zu mir, auch Dunkelbier, wo ich sage, will ich nicht, lasse ich weg. Ja, und dann nehme ich ja etwas bewusst zu mir und dann macht es im Kopf eventuell Klick, ja, hast du, und so ist es bei mir. Das ist die eine Seite. Dann gibt es die soziale Seite, die gesellschaftliche Seite, Anlässe, wo man genau weiß, ich habe an dieser Stelle, ich betrete einen Raum, große Veranstaltung, ach, es beruhigt doch in dem Moment. Ich nehme ein Glas. Wie ist das? Was machen Sie in solchen Situationen, wo Sie genau wissen, ich habe an dieser Stelle früher getrunken? Ja, natürlich genau davor, also eigentlich eine halbe Flasche Sekt schon zu Hause und da drin dann, als würde es das Erste sein. Dabei hat man schon die Ruhe. Das geht jetzt. Das war das Erste, also der erste aller... allererste öffentliche Auftritt oder sogar auf der Bühne war der Fernsehpreis. Ich war gerade nüchtern und kriegte den Fernsehpreis und habe mir eine Rede eingehämmert. Weil man weiß natürlich ja nie, wirst du es oder wirst du es nicht. Und dann wurde ich es aber. Und das ist das Einzige, was weg ist, wie ausgelöscht. Ich habe auf dieser Bühne gestanden, mich bedankt. Ich weiß auch noch genau, dass ich mich, was ich ja nie leiden kann, bei diesen quark-langweiligen Reden, da immer Mama und Maskenbild und die Nägel sind so schön. Und da habe ich mich aber bei meinem Mann bedankt, weil er hat ja doch eine Menge mit mir ausgehalten. Und ansonsten ist die Rede weg, weil die ist einfach wie ausgelöscht. Ich bin da runter und war wie im, und bin auch nach Hause, konnte die Feier nicht mitmachen. Ich hatte diesen Preis und habe gesagt, du standst nüchtern da oben. Es war unglaublich und heute ist das keine Frage. Das andere ist sozusagen, dass tatsächlich Alkohol ja die akzeptierte Droge in unserer Gesellschaft ist. Also man muss sich ja rechtfertigen, wie wir jetzt gehört haben von Uli Borowka. Wenn man sagt, ne, ich trinke nicht, ich bin Alkoholiker, ich packe keinen Tropfen mehr an. Gibt es ähnliche Erfahrungen, die Sie gemacht haben, was Rechtfertigen betrifft? Also ja, diese Rechtfertigung, ne? Eine Freundin machte mir also eine alkoholfreie Bowle und goss da lustig eine ganze Flasche alkoholfreien Sekt rein. Und ich nahm also dieses Glas, wir posteten uns zu, ich habe das Glas unter der Nase, das ist auch so eine... Und dachte, nee, geht ja nicht. Ne? Also es riecht wie Sekt, wird so schmecken wie Sekt, kann ich nicht, mache ich nicht. Also meine Freundin... kann ich nicht trinken, geht nicht, ich hab Angst, das taut nicht hin. Also die hat mich den ganzen Abend über total abgenervt mit dieser verdammten alkoholfreien Bowle. Also ich habe die nicht getrunken, ich habe dann nur Kaffee getrunken und bin dann nach Hause mit meinem Mann und habe gedacht, also das ist das letzte Mal, dass du dich rechtfertigst, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Punkt. Ja. Aber das stimmt. Das Schöne ist ja, die hören ja nicht auf. Ich habe jemandem beim Arzt gesagt, dass ich ein trockener Alkoholiker bin. Da war er kurz weg, nach 3 Minuten kam er wieder, weil ich ihm das gesagt habe. Ja. Nach 3 Minuten kam er wieder, aber ein Glas Wein geht. Ein Glas Wein kannst du doch trinken. Da sind wir genau bei der Frage. Ich weiß jetzt, wir sitzen zu Hause viele Zuschauer in diesem Moment und überprüfen ihren eigenen Alkoholkonsum. Wie viel trinke ich eigentlich? Bin ich irgendwie gefährdet? Das ist so ein ganz normaler Reflex. Wie verhalte ich mich? Trinke ich eigentlich täglich? Wie viel trinke ich täglich? Mache ich Pausen zwischendurch? All diese Fragen. So, jetzt Herr Sprauschus, was sollte erstmal jemand machen, der überprüfen möchte, ob er ein Alkoholproblem hat? Na, er kann zum einen eine Beratungsstelle aufsuchen, aber das ist vielleicht schon zu hochschwellig, auch wenn die ohne Überweisung arbeiten oder ähnliches. Zu einer Gruppe gehen, sich da mal umgucken. Was heutzutage natürlich zu Zeiten des Internets gut funktioniert, es gibt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Selbsttests,
Einer davon ist der sogenannte Cage-Test. Relativ einfach. Vier Fragen, wenn Sie... Wissen Sie was, den haben wir zufälligerweise hier, den Cage. Ach, ja, da sind wir an dieser Stelle mal ein bisschen vorbereitet. So, müssen wir helfen. Das ist der berühmte Cage-Test. Genau. Also Cut-Down-Drinking. Frage Nummer eins. Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken? So, jetzt kommt der Begriff Annoyance. Das ist so der Nervfaktor, oder wie kann man das übersetzen? Ja. Also, haben Sie sich schon einmal darüber geärgert, dass Sie von anderen wegen Ihres Alkoholkonsums kritisiert wurden? Also, wenn andere Ihnen gesagt haben, du trinkst doch ein bisschen viel, so dann guilty, das Schuld gefühlt. Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt? Jetzt kommt die letzte wichtige Frage, die vierte, Eye-Opener. Augen geöffnet. Haben Sie jemals morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich nervlich zu stabilisieren oder einen Kater loszuwerden? Damit fängt es an. Damit fängt es an. Ja. Genau, die entscheidende Frage ist ja jetzt, wie viele Fragen muss ich damit ja beantworten, um ein Problem zu haben? Ab zwei Fragen würde ich empfehlen, also ab zwei mit ja beantworteten Fragen würde ich tatsächlich empfehlen, mal eine Beratungsstelle aufzusuchen. Die Chancen sind natürlich nicht 100%, aber liegen bei 89%, dass es da ein Problem gibt. Ja, aber auch die sogenannten missbräuchlichen Trinker, wird ja so gesagt, also die Alkoholiker, missbräuchlichen, können das alles mit ja beantworten, sind trotzdem keine Alkoholiker. Weil ich kann natürlich einen über den Durst getrunken haben und brauche früh ein Bier und schüttel mich. Das gibt ja Leute, die machen das bis heute und sind keine Alkoholiker. Ich habe es nicht gekonnt und ich war früh immer so. Also insofern ist das ja auch nicht... Dann lass uns das noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn es da tatsächlich so viele unterschiedliche Fälle gibt. Und Frauen und Männer. Wie viel Alkohol darf man pro Tag trinken, ohne sich, sag mal, zu gefährden? Ja. Kann man das überhaupt formulieren? Kann man das überhaupt festlegen? Ja, sagen wir mal, Vorgaben von der Weltgesundheitsorganisation und die besagen 24 Gramm am Tag bei Männern, 12 Gramm bei Frauen. 24 Gramm. Können wir es übersetzen? Das in wäre hier? Also großes Bier, 0,5. 0,5 für den Mann? Ja. Für die Frau dann 0,3? Was Sie gerade weniger. In den Gramm weniger? Genau, also die Hälfte. Ja. Und das ist, sagen wir mal, alles, was darunter liegt, schließt nicht aus, dass es ein Problem werden könnte. Können wir es auf Wein übertragen? Ein Glas Wein. 0,2. Für den Mann? Für den Mann. Und für die Frau? Die Hälfte. Sind doch alles Alkoholiker hier? Nein, das sind keine Alkoholiker. Aber das ist dann ein riskanter Konsum. Ja, aber es trinken ja alle abends drüber. Also ist doch jeder ein Alkoholiker. Aber wenn ich jeden Abend. Wirklichkeit in dieser Republik ist anders. Genau. Es geht darum, Kriterien für eine Abhängigkeit sind natürlich nochmal ganz andere. Ne? Die Entzugssymptome, die Sie schilderten, der Kontrollverlust, Toleranzentwicklung. Aber wenn Sie mich fragen nach der Grenze für... Ja, ich frage mal anders jetzt. Wer täglich trinkt? Das tägliche, nehmen wir das mal als Kriterium. Mhm. Mal weg von der Menge jetzt, weil das ist ja etwas, was außerhalb der Wirklichkeit ist. Wenn Sie sagen 0,1 Wein für eine Frau, 0,2 für den Mann. Ja. Da muss ich Frau Sass recht geben, denn die Wirklichkeit Deutschlands sieht anders aus. Absolut, aber eben... Nicht jeden Tag vielleicht. Und die Frage ist, kann ich auch ohne? Ja? Das heißt, die Empfehlung geht auch dahin, von 7 Tagen wenigstens zu versuchen, 2 ohne Alkohol einzubauen. Wie machen Sie es selbst mit dem Alkohol? Ich muss gestehen, seit ich in dem Bereich tätig bin, das ist schon einige Jahre ist, gehe ich durchaus bewusster mit der ganzen Geschichte um, was in meinem bekannten Freundeskreis schon zu... Kommt auch nicht gut an. Schrumpft. ...Problem geführt hat. Aber... kommt wieder die Spaßbremse aus dem Krankenhaus. Genau. Nein, die so schlimm ist es nicht. Kommt. Aber ich möchte einfach für einen bewussten Umgang mit dem Konsum werben. Ja, es ist auch nichts gegen 2 Gläser Wein einzuwenden, wenn es nicht jeden Tag ist. Mhm. Nun haben wir hier 3 Fälle oder eigentlich 4, die erfolgreich entzogen haben. Ja. So, wenn jetzt Menschen immer weiter Alkohol trinken, was bedeutet das? Was hat das für körperliche Folgen? Es gab jetzt vor ein paar Tagen wieder die Zahl, dass das Leben 20 Jahre kürzer sei im Durchschnitt. Ist das wirklich so? Kann man das so bemessen? Ja, das sind statistische Werte. Also ich denke, wenn wir von Alkoholfolgeerkrankung sprechen, dann müssen wir vor allem das Nervensystem im Blick behalten und die Leber. Das sind so die Haupt,
Organe. Grundsätzlich muss ich sagen, ist Alkohol ein Zellgift, was alle Organe angreift, alle Körperzellen schädigt. Die Leber ist eben besonders häufig betroffen durch Verfettung, Entzündung unter starkem Alkoholkonsum, langfristig Leberzellabbau, also eine Zirrhose, die sich entwickelt, eine Vernarbung. Aber Spätfolgen, kann man da was festmachen? Ja, das Beispiel Herr Junke fiel ja schon. Nicht? Mhm. Also, der hat aber bis zum Schluss, ne? Genau, aber letztlich Abbau von Nervenzellen. Das heißt eine gewisse Art von Demenz, die dann eintreten kann. Ja. Oh, ich vergesse täglich alles. Und das beschleunigt letztlich den normalen Abbau von Nervenzellen, den wir sind Sie nicht allein, das haben Sie nicht exklusiv. Genau. Machen Sie auch mal Mut. Also das Vergessen hier mal. Hab's auch gerade gemacht mit dem Mut. Genau. Na ja, bei Ihnen glaube ich es nicht. Sie sind freundlich. Aber die gute Nachricht ist, der Körper, also sei es die Leber, sei es das Gehirn, kann ja ganz viel kompensieren. Es geht eben darum, auch irgendwann wieder, auch wieder neu lernen. Natürlich, aber es geht darum, irgendwann Schlussstrich zu ziehen. Das heißt, die gute Nachricht ist, denke ich, wenn Sie jetzt aufhören, dann haben Sie gute Chancen. Ich habe schon vor 14 Jahren aufgehört. Na, noch besser. Ja. Uli Borowka, gibt es sowas wie Alkoholkonsum in der Bundesliga? Es gibt, die Grauzone ist doch noch viel höher unter Profisportlern. Ja, also die Süchte, ne? Wir reden jetzt nicht nur von Alkohol, wenn wir die anderen Süchte auch noch spielen, Drogen. Die Grauzone ist noch viel höher in dem Sinne. Und das hat uns natürlich ganz schnell in die Richtung gebracht, einen Verein zu gründen, der jetzt auch in den nächsten Wochen gegründet wird, um eine Anlaufstelle zu haben für Profisportler. Ja, weil die haben es, ich kenne mich damit aus, und die haben es eminent schwer, wenn sich einer von denen outet, ich denke, die Karriere zu Ende. Ja, und deswegen werden wir schnell einen Anlaufpunkt schaffen und dann mit professioneller Hilfe das Ganze unter... Das heißt, es haben sich jetzt schon in dem Wissen, dass dieses Buch auf den Markt kommt, einige gemeldet, ganz vertrauensvoll, und haben gesagt, Mensch, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Die haben mich angerufen. Ich finde das super, das ist der erste Schritt, überhaupt anzurufen. Aber sie haben sich bei mir gemeldet, weil sie wissen, das ist einer, der hat den ganzen Mist durch. Auf den kann ich mich verlassen, der rennt nicht gleich los und erzählt es irgendwo. Und wo sollen sie hin? Zum eigenen Verein? Zum DFB? Da habe ich auch Gespräche geführt. Ja, ansatzweise, sehr interessant. Ne? Tür war direkt zu, weil Probleme sind da. Ich fand den Slogan auch gut, keine Macht den Drogen vom DFB. Und dann kommt jemand und sagt, wir müssten mal da was besprechen. Da ging die Tür zu. Und da haben wir gesagt, wir werden einen Verein gründen, einen Anlaufpunkt, damit die sich melden können, damit professioneller Hilfe weiterhelfen. Weil wenn wir in den nächsten Jahren es schaffen, nur ein oder zwei Menschen zu helfen, haben wir alles richtig. Mensch, Uli, das werden wir machen. Ja. Alles Gute für die Gründung des Vereins, dass da wirklich auch eine Anlaufstelle ist, an die sich auch Profis wenden können mit diesem Problem. Toll. Und bedanke mich nochmal sehr für den Besuch. Herzlichen Dank, Uli Borowka. Katrin Sass, herzlichen Dank für die tollen Informationen. Herr Schaufuß und dann Familie Daubitz. Ja. Alles Gute. Danke. Herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Und jetzt im Anschluss folgt das Nachtmagazin wie immer. Und ich sag mal, bis nächste Woche, 10:45. Tschüss, macht es gut. Herzlichen Dank.